Hallo, ihr Quirlinge! Lara Croft ist mit mir gemeinsam in einer Höhle. Da hinten ist eine Pyramide, da soll ich hin. Ich habe hier ein bisschen Kram überall besorgt. Aber, naja, das Klettern ist schwierig. Ich muss offenbar hier hinten durch. In, wie heißt das? Kotzumattel. Kotzumel. Kotzumel. Was ist das da eigentlich? Moment mal. Legende, eh. Was hat denn der Totenkopf aus? Ah, der Totenkopf ist eine Forschertasche. Aha. Okay, ich dachte schon, das wäre mein Ableben in der letzten Episode. Weil ich nicht wusste, wie man von da unten wieder hochkommt, ohne zu sterben. Aber vielleicht gehört das ja zum Spiel dazu. Das fände ich auch ein bisschen komisch. Da, ich muss an die Glocke. Und dann, da hinten sieht es aber auch interessant aus. Wo ist eigentlich der letzte... ich wollte gerade sagen, wo ist der letzte Kopf? Ich habe ihn da. Schweinebacke. Ja, ohne mich. Erste Herausforderung gemeistert und das blind und ohne irgendeine Lara Croft-Erfahrung. Die Glockenplattform hinten. Ach, ohne Worte. Da wollte ich mich beeilen und dann das. Ja, genau. Also das mit an Wände springen und an Wänden festhaken, das ist wohl meine schwache Seite bisher. Aber lass erstmal Gegner kommen, dann gibt es noch viele andere schwache Seiten. Was habe ich jetzt hier? Ich kann hier irgendwas verbinden. Oder? Ach, das ist ja schon verbunden. Was ist denn das? Hier habe ich einen Wagen. Den kann ich hier auf dieses Ding schieben. Dann bricht das vielleicht zusammen. Was habe ich davon? Zeug? Hier kann ich drehen. Aha. Aha. Okay. Geh wieder weg. Lara, wie kommst du denn hier wieder? Ich will hier eigentlich weg. Wie komme ich denn hier wieder jemals weg? Verbinden. Lara, ich hätte es schon ganz cool gefunden, wenn du hier wieder weggehen würdest. Okay, was wäre logisch zu drücken? WASD geht nicht. Der Taste geht nicht. Linke Maustaste, mittlere Maustaste. Irgendwas Maustaste geht alles nicht. Escape, komme ich ins Menü. Weiter. Oh, Lara, Leertaste geht nicht. Steuerung, links, rechts, Shift, irgendwas geht nicht. Das ist das. Geht auch nicht. E geht nicht. R geht nicht. Und was war das? Ah, das war vielleicht C. Vielleicht war es C. Y oder C. Irgend sowas. Boah. Na gut, C ist halt das zum Loslassen. Das ist schon irgendwie nicht ganz verkehrt gewesen, dass das vielleicht geholfen hätte. Okay, also ich kann hier einen Wagen draufschieben. Und dann kann ich den Wagen in eine mir genehme Richtung drehen. Und dann... Vielleicht muss ich den Wagen dann hier hochschieben. Und dann ihn wieder runterrollen lassen. Dann rollt er hier drüber und moscht mir diesen Kladderadatsch hier weg. Vielleicht. Ja, dann hängt dieses Glockendingensbums frei. Es gibt dann einen Schub und hängt dann wieder irgendwo, wo es hingehört. Das ist meine Idee. Mal schauen, ob die trägt. Also. Bumm.
Jetzt muss ich das Ding drehen. Ist eigentlich egal, wohin, oder? Stopp. So, C? Es ist C. Es ist definitiv C. Okay. Es hätte aber auch dabei stehen können, oder? Zumindest beim ersten Mal. Lara? Muss ich das andersrum drehen? Okay. Dann halt andersrum. Machst du das alles mit deinem Messer? Das arme Messer. Das sieht richtig aus. Ach, man kann immer noch da, wo die Seilwinde dran ist. Ach so, es kann auch sein, dass das anders gehen muss. Aber das kannst du jetzt nicht schieben, richtig? Ja, richtig. Ich muss es andersrum drehen. Dann muss ich das Seil umspannen und dann das Ding hochleiern. So ist das gemeint. Also nochmal. Doch wieder andersrum. So, weg. Jetzt Pfeil. Das ist das andere Seil weg, genau. Jetzt wieder das Ding benutzen. Das ist offenbar falsch. Also wenn das hier Rätsel sind, ich habe ja keine Ahnung, was hier Rätsel sind in dem Spiel. Wenn ich jetzt loslasse, was dann? Wenn das ein Rätsel ist, dann ist es okay, dass ich da keinen Tipp für bekomme. Seid euch schneiden in der Nähe F. So, Achtung, Action. Oh, das ist die Seile. Oh je. Sind doch alle morsch. Menschenskind. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Cool. Fähigkeit verfügbar. Ich habe aber noch nicht gesagt bekommen, wie ich Fähigkeitenpunkte einsetze. Deswegen. Es ist übrigens wirklich so, dass ich meine Überlebensinstinkte sicht, dass die auf dem von mir gewählten Schwierigkeitsgrad nichts nutzt. Das kann ich also völlig knicken. Das geht halt nur in normal und leicht, dass das was hervorhebt oder so. Aber es geht nicht bei mir. Naja. Ich hab's ja so gewollt. Hast du irgendwas noch, was Schönes? Nö, du bist jetzt völlig egal. Ach so, kann ich hier nochmal irgendwie runter oder so? Wieso machst du immer das Licht aus? Ich sehe da nichts. Ja, theoretisch könnte ich hier runterklettern. Aber ich glaube nicht, dass da unten was ist. Jetzt machst du es an. Hier oben ist viel heller. Okay, speichern. Und mit großem Gottvertrauen. Mann. Das war ja ganz nah. Wo ist das andere? Ach, das ist... Ich muss ja da... Ach, natürlich. Halt, Moment. Nochmal darunter. Ist ja jetzt hier... Also, nützt mir das irgendwas? Ich habe hier so eine... Irgendwas-Plattform. Hier unten. Das ist aber tief. Wenn ich da wäre, könnte ich da irgendwas sehen, irgendwas machen. Da, oder? Ist das hinter der Ecke? Ist das da über dem Lehrers Kopf? Ist das irgend so ein koscher Schrein? Aber wie komme ich denn da wieder hin? Oh Mann, ey. So nicht! Ach Mensch, Mädel! Ich habe noch kein Gefühl dafür, was ich hier machen muss.
Okay, das ist, glaube ich, das, also da soll man nicht hin. Da soll man nicht hin. Da soll man nicht hin. Nein, 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 nein. Hätte ja sein können. Ich muss hier hin, habe ich verstanden. Ich gehe dann da nicht wieder auf diese olle andere Glocke. Oder doch? Jetzt muss ich ja doch wieder zurück, oder wie? Oh Mann, meine Lieblingsstelle hier. Was machst du? Nee, das solltest du nicht tun. Ich habe, glaube ich, eh zu früh gedrückt. Zu früh. Ich glaube, ich muss einfach schnell sein, oder? Ich muss da drauf hüpfen und sofort an dieses Ding da dran. Oder kann ich es mir mit irgendeinem Seil erleichtern? Nee, oder? Da oben ist nichts. Okay, 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 okay. Oh ja. So wird ein Schuh draus. Huh. Was bist denn du für einer? Na, du Kleiner, ne? Hast auch einen dicken Hut auf. Diese, wie gesagt, diese Vasen und Urnen, das ist alles. Wobei das hier ist was. Ah, immer wenn links dieser Kreis voll wird, bekomme ich einen Fähigkeitenpunkt und er wird voll durch Finden von Dingen. Ah, dann wird es bei mir sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr voll werden. Aber entsprechend langsam komme ich auch voran. Kann man denn jetzt da oben? Nee, da oben ist nichts. Da kann man nicht hin. Das wäre komisch. Sieht nicht so aus. Was müsste man da hin? Da oben muss ich jetzt bestimmt raus am Ende vielleicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Moment. Die Ecke da oben. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hier bin? Geht's jetzt weiter? Ich bin gerade überfragt. Hier oben stehe ich vor dem Nichts. Da an der Kante ist nichts. Offenbar sehe ich was ganz Entscheidendes nicht. Und das schon in der ersten Ruine. Super. Du musst doch eigentlich nur hier oben durch. Und dich dann da abseilen. Mehr musst du doch gar nicht machen. Sehe ich irgendwas Entscheidendes nicht. Oben irgendwas zum Seil dran machen? Nee. Da drüben bin ich gewesen. Da bin ich gewesen. Da bin ich gewesen. Noch weiter hoch geht's nicht. Lara? Ah! Ja, das geht so nicht. Es ist mir auch klar, dass das so nicht geht. Aber wie geht's denn dann? Zur Spitze der Pyramide gelangen. Zur Spitze. Ja, das ist da die Spitze. Da, wo dieser Altar ist. Der fällt sie gar nicht runter. Hier auch nicht. Es muss irgendwie eine logische Erklärung dafür geben, die mir noch nicht einleuchtet.
hier hoch. Ach so, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Sorry, hat lange gedauert. Scheiße, das kam zu spät. Ich habe es gesehen, Okay, der Death Counter hier wird schwindelerregende Höhen erreichen. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gewissen. Ich spiele auf schwer. Und ich habe in solchen Spielen keine Erfahrung. Und gar nicht spezifische Tomb Raider-Erfahrung. So, jetzt hier runter. Ist immer noch zu hoch, oder? Oder kannst du dich da ganz... Ah, du kannst das. Ah, prima. Ein bisschen mehr Zuversicht in der Mimik. Jawohl. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Schlüssel von Chuck Chell. Unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Gar nichts habt ihr. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Gar nichts habt ihr gefunden. Ich glaube, auf dem Dolchknauf stand noch irgendwas drauf, was sie jetzt erst gelesen und verstanden hat. Wahrscheinlich irgendein schöner Fluch. Ich habe ja noch nicht genug Ärger hier um die Ohren. Ein bisschen Grempel. Schwache Wände. Drücken, sie wiederholt und die Wand tut euch brechen. Aha. Eine schwache Wand sieht so aus, dass ich durchschauen kann. Verstehe. Ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Ah, alles gut.
Wie läuft's mit der Pumpe? Was soll ich denn hier machen? Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Stress. Wo muss ich hin? Muss ich den Aufzug nehmen? Ehrlich? Schaufel? Brauche ich die Schaufel? Brauche ich die Pumpe? Nein. Bagger. Ich brauche einen Bagger, unbedingt. Wo war denn hier die Tür? Ist der Typ nicht mit dem Aufzug runtergefahren? Ich brauche keinen Aufzug. Hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout. Was? Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Patrouilliert ihr, Gegner? Oder wie macht ihr das? Der raucht. Das sind aber eigentlich zwei. Was ist denn der zweite? Drücken Sie Q, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. Das nutzt mir ja nichts. Was ist das hier? Pflanzenschutzmittel? Inspektoren kommen. Bereit machen. Zum nächsten Raster. Verstanden. Ich glaube, hinter dem Gabelstapler steht einer. Der hat aber zu tun. Der guckt nach rechts und macht da irgendwas. Ablenkungsobjekte. Objekte können geworfen werden, um Feinde abzulenken. Status. Verdammt. Fast geladen. Ach, keine Sorge. Kriege ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Speichern! Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Dranbleiben. Ich sehe mich mal um. Inspektoren kommen. Okay. Ich komme mit! So geht das nicht. Vorposten, Zielperson neutralisiert. So geht das nicht. Ich sehe mal nach dem Generator. Wir brauchen später Licht, wenn Dominguez runtergeht. Ich glaube, ich war zu schnell. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Inspektoren kommen. So. Verdammt. Ach, keine Sorge. Kriege ich hier? Hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was? Ich gehe der Sache nach. Was heißt, du gehst der Sache nach? Irgendwas stimmt nicht. Hier ist nichts. Scheiße, Mann am Boden! Ja. Den Göttern. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Fast geladen. Zieh mit der Knarre drauf, genau. Komm raus, ich will dich sehen. Vergiss es. Oh. Mann. Hab ich gesehen, der Sack. Komm raus hier. Ich glaube, alle Gegner sind weg, oder? Plündern. Plündern. Plündern, schön. Müll. Bin ich irgendwo hier noch auf der Karte, wo ich was finden muss? Nee. Ich muss aus diesem Baggerloch raus. Hier ging's ja nicht richtig. Nee, nicht wirklich. Ich habe nur einen Weg und der führt vorwärts. Werkzeuge?
Verstärktes Personal? Nee, willst du nicht. Was ist das hier noch? Du hast keine Privilegien mehr. Commander Rourke, hier ist Gamma-Nation. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Und Städte gesichert. Bin ich hier richtig? Hätte ich mich auch hier lang gehen können? Nee, hätte ich nicht. Hüpf! Da hoch? Ich muss schnell sein. Oh. Das war der Archäologe. Okay, entsorgen wir die Leichen. Ja, da könnt ihr hinter mir weitermachen. Hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rourke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Was sind wir die los? Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Überwachung der Schüsse bestätigt. Hört ihr mich? Außenposten, bist du da? Das war keine gute Idee. Das auch nicht. Du wirst rein gar nichts ändern, das ist dir klar, oder? Feind in Sicht. Super. Hast du eine Ahnung, Feindsichtung? Wo siehst du mich, du Vogel? Oh je. Da oben geht's mir auch auf den Sack, weißt du das? Oh je, was mache ich denn hier am besten? Lara, das war alles nicht so schön. Nein. Ja. 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 Laptop? Ach, lass doch mal diese böse Flasche fallen. Also, schleichen geht anders. Den Archäologen kann ich nicht plündern. Ganz toll. Sie tötet unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Ich habe Helikopter immer gehasst. Zielperson hat sich zurückgezogen. Suche läuft. Kein Kontakt. Oh je. Was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwas benutzen? Heilen oder so? Heilpflanzen? F1? Feuer einstellen! Ich glaub, sie ist weg! Scheiße, da sind noch mehr. Ja. So geht das nicht. Wo soll ich denn hin? Oh, das war ja abzusehen. F1. Ja, von wegen, die wollen mich lebend. Ja, überhaupt nichts wollen die. Ich täte ja schon noch ganz gern rauskommen, irgendwie. Heil dich. Ja, toll. Ihr mit euren dicken Waffen. Ich hab gar keinen getroffen. Haltet sie auf! Magazinwechsel! Komm!
Du hast schon geschossen, da warst du noch gar nicht da. Du Willotsku! Ich hab meine ganzen Heildinger aufgebraucht! Super! Was du noch laufen kannst. Hat ja wenigstens was zu heilen dabei. Der Fatzke. Die haben alle möglichen Dinge, aber nichts zu heilen. Das ist nicht gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen konspirativer vorgehen sollen, aber es ist mir nicht wirklich gelungen. Zack, zack, zack. Nee, die haben Währung dabei, aber nicht wirklich was zu heilen. Was ist das? Ah, ich habe eine Lampe. Jo, das Video hat Überlänge, ich weiß, aber ich wollte jetzt auch nicht mitten im Kampf Schluss machen. Und weiter mit Lara, die irgendwie wieder wohl auf ist, einer Lampe und keinen Heilpflanzen mehr. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.